rauchen, zu viel Koks, zu viel saufen. Mit blauen Augen rot unterlaufen, wollt nicht sein, so wie der Green Eyed Bandit. In Sachen Skill gehöre ich auf Siegertreppchen, dicker wie ein Champion. Fick dein Eis, fick dein Hype, fick dein Peace-Sign, Faggot. Ich bring den Pain, I be like Method, you know what I'm saying. Wir machen das, Freunde. 11 Minuten, Digga, Alter, ihr wisst doch, wie das ausartet bei mir, Alter. Runter von meinem Rasen! Du sollst den Channel abonnieren. Oder hast du auf dem Baum geschlafen? Das Ding ist nur wirklich, ne? Ihr müsst mich jetzt aufklären. Ich zieh mir das gern rein. Das Ding ist nur, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Das ist halt wieder so das Paradebeispiel von einem, ich seh gerade, der Song von Mimi ist auch gerade von einem YouTube-Video oder beziehungsweise zwischen einem Beef oder zwischen zwei YouTubern, die ich nicht kenne, so. Real Talk. Und die Frage ist, ob ihr das wirklich wollt, dass ich mir das reinziehe, weil es einfach so außerhalb meines Kompetenzbereichs liegt, sage ich ganz ehrlich so, ne? Ich weiß da nichts drüber. Ich kann da mir das gerne reinziehen und für alle, die jetzt aber da irgendwie eine tiefgründige fachmännische Meinung zu haben wollen, die sind halt bei mir hier wirklich fehl am Platz, so wie Rotwein in Tetrapack. Leon hat mal hat von Mimi eine SS-Karte geklaut, auf welcher Mimi belastende Inhalte über ihn hatte. Also, dass er ihn schlagen wollte mit mehreren Jungs etc. Mimi hat schon vor 2 Jahren oder so einen Diss-Track gegen ihn gemacht und ohne zerfetzt dann, meinte Leon ein Jahr später in seiner Reaction, er könnte sich das nicht geben wegen der Stimme. Geh einfach eher aufs Musikalische ein. Leon hat von Mimi eine SS... Es ist wirklich der ganze Zeit, Digga, ich frag nach dem Grund für den Diss-Track und wir schreiben mir die ganzen Leute von wegen, es geht um eine scheiß SD-Karte. Real Talk, Alter. Ja, da macht man natürlich heutzutage gleich mal einen Diss-Track, so ohne Spaß, Alter. Ja, das geht natürlich hier. Da muss man natürlich dissen im heutigen YouTube-Game. Leon Mascher hat Mimi vor 2 Jahren die SD-Karte geklaut, dann gab's Beef. Mimi machte einen 100-Bars-Diss-Track. Leons Antwort nach einem Jahr war nur, kann man sich nicht... Ach so, okay, also Leon wollte den ernsthaft boxen. Mimi hat schon mal einen Diss-Track 100 Bars gegen ihn aufgenommen. Nach einem Jahr hat dann Leon gesagt, ey, von wegen den Diss-Track von Mimi kann ich mir nicht geben, weil die Stimme scheiße ist, ja? Das sind jetzt quasi so die Eckpfeiler, so. Round about this. Okay, Freunde, kommt, starten wir doch einfach rein. Was soll ich jetzt hier lange rumfackeln, so? Schmeiße ich mich selber durch die Eisschicht ins kalte Wasser... Und wir starten rein, Alter. Ich sehe gerade, der Song von Mimi ist auch gerade online gekommen. Deswegen, ich bin mal gespannt, Digga. Du hast ein Jahr gebraucht und es einfach versaut. Ein verkackter Masterplan. Ich will mir das geben, aber der... Digga, der Song ist so... Ey, die Stimme ist so scheiße. Ich kann mir den Song nicht geben, Mann. Also ganz kurz, das ist jetzt die auf dem 100-Bars-Diss-Track, ne? Und bis jetzt das Erste, was ich gedacht habe, war die Stimme. Das klingt wie ein besoffener Spongebob, Alter. 6 Minuten 20 mit so einer Katastrophenstimme, das kann ich nicht geben. Man sollte auch einstecken, ne, wenn man austeilt. In echt dieser Virette, weg dieser Beach, doch im Netz spielt der G-Internet. Alter, Digga, ich kann mir das nicht geben, Digga, was ist das? Alter Falter, Digga. Ich kann mir das nicht geben, Digga. Ja, aber das ist ja auch, allein die Reaktion ist ja schon echt dumm, wenn ein Diss-Track gegen einen kommt und dann sagt, so, ich kann mir das nicht geben, ich kann mir das nicht geben, ich kann mir das nicht, das ist auch schon eine ziemlich plumpere Reaction, so. Abgesehen davon muss ich ihm schon ein bisschen zustimmen, dass die Stimme jetzt auch bei mir jetzt nicht so irgendwie, ein ästhetisches Feeling erweckt, so muss ich ganz ehrlich sagen. Deine Stimme. Ach, er hat es nochmal gepitcht. Okay. Ich mach's ganz kurz und knapp, Digga. Mit einer Antwort, du bist ein Lappen. Boah, hardcore, Digga. Ich sag's mit einer Antwort, du bist ein Lappen. Du bist wie Führerscheine. Du bist Lappen genannt. Das war immer noch kein Statement, sondern 11 Minuten schämen. Kognitive Dysphasie, da gibt's nicht viel zu reden. Das ist doch hier, also die Fachkompetenz traue ich To Bo und auch Flo der Flo in der Tat zu, dass sie beide wissen, dass das hier, ich weiß nicht, von welchem Song das genau ist, es ist von Farid Bang und Kollega, wie heißt der Song da nochmal, komm, ihr wisst es doch, aber es ist, jetzt, scheiß drauf, ich versuche mich da jetzt reinzufuchsen, ich finde die Stimme, boah, das klingt für mich wie ein besoffener Spongebob irgendwie. Sturmmaske 2, danke. Deine Antwort, du bist ein Lappen. Das war immer noch kein Statement, sondern 11 Minuten schämen. Kognitive Dysphasie, da gibt's nicht viel zu reden. Nice, die Lyrics sind sogar da, da kann ich ja jetzt mit abgehen, so. Der Einstieg ist so ein bisschen holprig, so. Wisst ihr, einerseits klingt er nicht unbedingt ästhetisch und ist auch nicht unbedingt rund. Andererseits macht ihn genau das schmackhaft. Also das ist irgendwie, das tanzt komplett aus der Reihe irgendwie. Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall spannend für mich, so. Ohne Spaß. Immer noch kein Statement, sondern 11 Minuten schämen. Kognitive Dysphasie, da gibt's nicht viel zu reden. Zeigst du dein Gesicht,
feiern dich Kids auf einmal nicht. Doch in dieser kleinen Schrift steht, seit wann du scheiße bist. Ja, nice. Ah, er hat vorher sein Gesicht nicht gezeigt, okay. Und jetzt sagt er, zeigst du dein Gesicht, feiern dich die ganzen Kids auf einmal nicht. Doch auf deiner Cap steht in klein, wie lang du scheiße bist. Gesicht feiern dich Kids auf einmal nicht. Doch in dieser... Also sind's 1946, Alter. So lange ist er schon scheiße. Das ist ganz eine lustige Zeile, Digga. So. In dieser kleinen Schrift steht, seit wann du scheiße bist. Jetzt Fans checken, dass der Faggot hier nur blendet, sein Channel verreckt. Doch nicht als Legend, so wie Lamy, du... Oh, guck mal. Selbst Fans checken. Dabba. Nice Betonung. Fans checken, dass der Faggot hier nur blendet, sein Channel verreckt. Doch nicht als Legend, so wie Lamy, du Penner, denkst echt. Du wärst jetzt textlich mein Level, aber glaub ich eher weniger wie Essig auf Englisch. Really? Hat er das jetzt gekickt? Soll das jetzt eine Hommage an Sammy sein oder ist es jetzt wirklich, denkt er wirklich, er hat diesen Vergleich jetzt gekickt so? Ich finde den Flow, du Penner, denkst echt. Dein Channel verreckt. Finde ich nice gereimt und nice geflowt, was mich halt jetzt echt stört, so ohne Spaß. Könnt ihr mir mal sagen, ob der ernsthaft da jetzt Vinegar wie Essig auf Englisch kickt? Oder soll das eine Hommage an Sammy Deluxe sein? Du wärst jetzt textlich mein Level, aber glaub ich eher Vinegar wie Essig auf Englisch. Weil guck mal, glaub ich eher Vinegar wie Essig auf Englisch ist, ich weiß nicht genau welcher Song das ist. Ich glaube es ist ein Haus am Meer. Sammy Deluxe. Haus am Meer. Damals hatte ich Vinegar, so wie Essig auf Englisch, so wie Essig auf Englisch. Damals hatte ich Vinegar, so wie Essig auf... Also, keine Ahnung, so... Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Hommage ist. Doppelschöpfung, ja, klar, kann sein. Ich meine, ich will da jetzt auch niemandem was unterstellen, aber das ist für mich schon so... Ich muss aber auch sagen, ich fand es bei Sammy auch scheiße, so, weil... Also, nicht scheiße, aber ich finde, es ist nicht so gelungen, weil Vinegar und Vinegar ist schon irgendwie was anderes, so. Den Bastard gedisst, hab den Lachpizza fickt, seine Lage verzwickt, doch der Albaner den Klicks hat den Adapter geskippt. Ein paar Parts waren drin, doch die waren krasser. Wie viele Tracks macht er schon so weit vom Reimen her? Wisst ihr, manchmal, wenn so YouTuber rappen, ne, hört man irgendwie raus, dass die halt so den Text geschrieben bekommen haben. Die können den dann zwar rappen, aber man hört irgendwie so, dass es nicht in ihr eigenen Style ist, so, ne? Weil der auch so sicher ist. Es wirkt so sicher, dass man das einem YouTuber oft gar nicht zutraut, so. Bei ihm höre ich jetzt aber wirklich so einen eigenen Geschmack so raus, weil es auch so klingt, als hätte er das alles so selber gemacht, so. Irgendwie, als hätte ihm jemand geschrieben und er rappt das halt so, wie er das gerade rappen will. Jetzt mal Real Talk, ich hab dich einfach super krass verfickt, das hat Rezo hier gesagt. Und was Rezo sagt, das stimmt und... ich hab dich einfach super krass gefickt. Okay, Rezo hat es kommentiert, okay. Ihr fragt euch, warum keiner dieses Opfer schlägt, der kriegt halt keine Rechte. Weil er Kopftuch trägt, der Austeil muss... Boah, Digga, hat er das gesagt? Was, er kriegt halt keine Rechte, weil der Kopftuch... Digga, wirklich jetzt mal ohne Spaß, Alter. Da gehen doch die Leute an die Decke. Nein, die gehen durch die Decke, so wie Feuerwehrleitern. Also ist natürlich jetzt auch Druck hier, wenn Bowie und Flo der Flo zu mir sagen, ich soll jetzt hier irgendwie die Kollefachkompetenz an den Tag legen, so. Ich meine, die letzten Jahre war ich jetzt auch nicht so der Kollege-Hörer, so, ne? Sei denn, der bringt jetzt hier Hommagen, das ist Plural, keine Ahnung, von den ersten Zuhälter-Tapes oder so, von Zuhälter-Tape 1, wo der Boss, dann auf jeden Fall. Kopftuchlein war eine Hommage, okay, kenne ich nicht. Der Austeil muss doch reinstecken, hey Leon, warte. Das Einzige, was du eingesteckt hast, war meine SD-Karte, erknallt. Was? Ist das wirklich so ein Struggle wegen der scheiß SD-Karte, Alter, ohne Spaß? Vom Rap-Technischen hier finde ich, es ist, guck mal, es ist kein tighter Flow, ne? Er ist nicht so drauf auf dem Beat, dass er wirklich so, dass die Silben so prägnant irgendwie im Taktgitter so die Rhythmus-Pattern so komplett auf den Schlägen liegen und dass es einfach so mega on point und tight ist. So ist es nicht, ne? Sondern der fliegt über den Beat da so drüber und der kommt dann manchmal so hoch und wieder runter. Es ist mehr so ein über den Beat fliegen, wenn man es irgendwie so ausdrücken kann. Ich finde, es hat ein irgendwas Anstrengendes, auch fast schon was Nerviges, aber trotzdem zugleich so was unglaublich Unterhaltsames. Kneift dir grad, weil der feige Spaß keine Eier hat. Wärst du Adam, wäre statt des Feigen bleibt ein Streichelstab. Mach dir... Geil. Er kneift dir grad, weil er dabba keine Eier hat. Dabba ein Streichholz. Weil der feige Spaß keine Eier hat. Wärst du Adam, wäre statt des Feigen bleibt ein Streichelstab. Mach dir einen auf Bulletproof, aber er ist hart gekriegt, kannst klar erkennen, der ganze Mensch ist transparent wie Glaslamellen. Digga, rock schon rein, Alter, ohne Spaß. So. Für mich ist das halt einfach das Unterhaltungsprogramm. Das ist niemals Rap, den ich mir geben würde, weil dafür einfach zu viel Mankos für mich drin sind. Also für mich sind da, ich weiß gar nicht, ob er bei seiner Aufnahme irgendwas gedoubbelt hat.
Für mich hört sich das fast immer am Ende von jeder Zeile so an, als bleibt ihm fast die Luft weg so. Und dann, es ist halt, wie gesagt, es ist sehr wackelig, aber es ist trotzdem irgendwie noch rund so. Es ist zwischendrin wackelig, die Enden sind dann aber wieder rund, aber dann fehlt an den Enden die Luft irgendwie so. Leon schottert deine Voraufregung, noch mal Beta Blocker, stell dich vor mich und ich lässt dich locker wie ein Teleprompter drauf. Digga, aber da, wenn er das sauber aufnimmt mit dem Cut und richtig schön da die Doppels drunter. Auch nicer Reihe, Beta Blocker auf Teleprompter. Schaut nice. Deine Voraufregung, noch mal Beta Blocker, stell dich vor mich und ich lässt dich locker wie ein Teleprompter. Brauchst mich nicht für dumm verkaufen, oder deine. Du brauchst mich nicht für dumm verkaufen. Da hört man doch den Kollege ein bisschen raus. Du brauchst mich nicht für dumm verkaufen. Feigen, Blatt auf Streichholz, Stab ist auch nice, stimmt. B. Ostholt, hast du recht, Alter. Brauchst mich nicht für dumm verkaufen, oder deine Fans blenden, du Aufschneider. Bist du etwa Edward mit den Scheren hätten, doch nach dem. Das ist gut, Digga. Reaction, wird es auch der letzte checken, weil du schlechter überspielst als alte VHS-Kassetten. Ja, ich hatte. Also, wisst ihr, was auch geil ist? Das ist ähnlich so, das sage ich letztens oft und ich merke das auch immer öfter so, das ist halt. Guck mal, ich will das jetzt wirklich nicht mit dem Feeling vergleichen, was ich bei Ami-Rap bekomme, wenn ich da den Rapper, mit dem ich mich so prinzipiell von der Thematik nicht mit dem identifizieren kann, aber einfach so das Feeling durch Betonung, Druck und sonst was so bekomme, ne? Ich finde aber, dass dieses Feeling, was er hier mir vermittelt, also, nee, andersrum, ich kann es schon fühlen, so weil ich ihm abkaufe, dass er wirklich abgefuckt ist, so. Weil er auch die ganze Zeit so, das ist so wie der meint es ernst halt so, das ist irgendwie nice, Alter. Ja, ich hatte recht. Wer ist Zubat? Aber, by the way, ja, ich hatte recht, er hat keine Waffe wie Tupac. Wie er das Tupac betont, ist auch nice. Also, der hat auf jeden Fall Rap-Einfluss, so. Der weiß auf jeden Fall, wie es funktioniert, so. Und das klingt halt auch so frei. Das klingt so ein bisschen wie Jay-Z, der in einem Interview sagt, I flow like I'm 18. Das ist so diese Freiheit, so. Er probiert sich einfach aus und betont dann einfach Tupac. Das macht's irgendwie frei. Pokémon, okay, da bin ich raus, Digga. Bin ich raus wie der Sondermüll. Ich hatte recht, er hat keine Waffe so wie Tupac. Sondern reißt das Maul auf den Nerv, alles so wie Tupac. Hab was Mitleid, weil mein Track immer noch sein Kopf fegt. Der Arme weiß ja nicht mehr, wo sein rechtes Ohr sitzt. Ja, gut, Alter. Das meint deswegen immer noch sein Kopf fegt. Der Arme, der weiß ja nicht mal, wo sein rechtes Ohr sitzt. Weil er den Kopfhörer so aufzieht. Ich zieh beim Aufnehmen den Kopfhörer auch immer so auf, wenn ich im Studio bin, so. Das macht ja nur im Studio Sinn, weil im Studio will ich halt meine normale Stimme. Ich will auf den Headphones hören, was ich eben ins Mic sage. Und hier will ich trotzdem noch so ungefiltert meine Stimme einfach hören. Das macht halt eigentlich nur Sinn, wenn du halt irgendwie einen Song recordest. So. Aber wenn du das so daheim einfach machst, ist es halt ein bisschen random irgendwie. Das Grinsen, nur Tarnung, der Pisse, ein Tabung, die Insel, Begabung ist Kinderverarschung. Digga, guck mal, das Grinsen, dann war wieder ein Pokémon, keine Ahnung, was er da sagt. Aber von den Reimen und Betonungen und Flow ist das echt gut. Tarnung, der Pizza, ein Sabon, der Insel, Begabung, Kinderverarschung. Winchester, Magnum, bedienen Sie und lad euch. Oh, ich hab dich im Visier, sind wir hier beim Tato, doch ein episches. Boah, Digga! Ey! Insati, ohne Spaß, das ist für mich bis jetzt die Highlight-Stelle. Weil er halt so viele Reime hintereinander kickt und dann bringt er Winchester Magnum. Dann sagt er, oh, ich hab dich im Visier, sind wir hier bei Tatort und spielt den Einblender von der Tatort-Vorschau ein, so. Weil da das O auch im Visier ist. Und er benutzt hier das O von Tatort und den Ausruf O. Das ist nice, Digga, ohne Spaß. Ich glaube auch, der hat mein Rap-Tutorial durchgemacht. Kanos, Digga. Kanos. Das dir gefällt mir, Digga. Das will ich nochmal mit abgeben. Pizza, ein Sabon, Inselbegabung, nur Kinder, Verarschung, Winchester, Magnum, lad durch. Oh, ich hab dich im Visier, sind wir hier bei Tatort. Ein episches Release gegen Leo Moscheri, da ist die Quälerei und fliegt wie bei einer Legebatterie. Für alles Texte da ist die Quälerei und fliegt wie bei einer Legebatterie. Das ist auch eigentlich eine schöne Zeile, Digga. Das steht gut im Kontext so. Da ist die Quälerei und fliegt wie bei einer Legebatterie. Das ist die beste Stelle, weil er so Power hat. Der hat richtig Bock, den zu zerfleischen, Alter. Und das bringt er anhand, wie er die Reime hier setzt und wie er betont und wie er rappt, voll, bringt er das voll zur Geltung und untermalt es, Alter. Wie bei der Lega-Batterie. Für Alis Texte gelutscht und die Wände beschmutzt. Mach lieber mit dem anderen Ali schlecht ohne Grund. Du was? Welchen Ali meint er? Also ich kenne nur das Lied von Shindy und Ali Boumaier als Sex ohne Grund, ne? Alias? Alias schreibt seine Texte. Was? Alias schreibt von Leon Marc Schere die Texte. Leon hat ein Alias-Feature. Was? Ali, Digga.
Mit Ali habe ich letztens, schon ein paar Monate her, haben wir mal auf Instagram geschrieben. Sau sympathisch. Da habe ich doch eine Reaction zu Ali Yass gemacht und habe irgendwie in dem einen oder anderen Nebensatz erwähnt, dass ich seine Musik komplett feiere. Aber menschlich gesehen ist es für mich irgendwie ein Affe so. Zumindest kommt er so vor. Hat er mir danach auf Instagram geschrieben, ey, coole Reaction, ich bin aber gar kein Affe. Fand ich voll sympathisch so. Ist 2-3 Jahre her, okay. Ach so, Leon hat sich ein Feature mit Ali Yass gekauft, der vermutlich seine Texte schreibt, okay. Ja, aber Ali Yass, also Ali Yass, Ali Yass seine Texte im Kontext oder in einem Satz mit schlecht zu benutzen, das ist einfach, Ali Yass ist einer so von der Lyrik her, einer der krassesten so. Vom Menschlichen kann man sich da wirklich drüber streiten. Du gegen mich ist wie Anton gegen Platon. Du gegen mich ist wie Hatter gegen Cover. Das ist eine Kollege. Du gegen mich. Komm, helft mir auf die Sprünge wie Trampolinlehrer. Das wisst ihr doch jetzt besser so. Das ist von Farid Bang, Digga. Ja, Vectra gegen Hammer. Dabba. Ja, das ist auf jeden Fall Farid Bang, Digga. Du gegen mich ist wie Anton gegen Platon. Nenne gegen Schlagstock. Schwächling gegen Rambock. Er rennt. Nein, ey, ich feiere seine Reimketten. Real Talk ab. Ich finde es irgendwie geil. Für mich verkörpert er so eine Freiheit irgendwie, so dass er so denkt, ich mache einfach, was ich will, ich reime, wie ich will, ich betone, wie ich will, ich finde es irgendwie nice. Du gegen mich ist wie Felgen gegen Radkappe, Pitbull gegen rauer Dackel. Ich bin mit 1000 Waffen ausgestattet, die ich rauchen lasse, das hier ist kein Battle, Dicker, das ist Pitbull gegen rauer Dackel. Ich stopf deine Atemwege mit Sniper-Shots und hab mit harten Schlägen deine Magengegend weich geklopft. Spar dir mal deine Hookline, du Schmuchtel hast. Ist einfach nicht drauf, ich hab ne Luxusjacht und mach dich Tunte platt mit reiner Muskelkraft, bis du die Beine in die Hand nimmst, wie bei Huckepack. Renn zur Apotheke, weil der Schwachkopf nicht klarkommt und später wollte er nach meiner Antwort ins Arschloch. Weil der Schwachkopf nicht klarkommt und später wollte er nach meiner Antwort ins Arschloch. Nach meiner Antwort ins Arschloch. Kann nichts mit der Haut. Hat er mich gefragt, leider sagt sich eben ja, Verpackung Rehm. Was ist das für ein Beat? Keine Ahnung, ist doch SpongeBoss, oder? Yo, started from the bottom, okay. Okay, meine Kompetenz bis jetzt ist sie noch einigermaßen standhaft, Alter. Ist immer so Druck, wenn die Leute sagen, hey, Chiki soll machen, Alter. Kann nichts mit der Hart, hat er mich gefragt, leider sagt sich eben ja, Verpackung Rehmemarkt, seitdem. Das sagt ich eben ja, Verpackung Rewemarkt, Digga. Hat er mich gefragt, leider sagt sich eben ja, Verpackung Rewemarkt. Das ist lustig, so Hashtag-Rap, Digga. Seitdem warte ich jeden Tag auf seinen schwachen Gegenschlag, dachte der Ali schreibt den Part, wie nach Fahler Stenograf, aber da kam nix. Meine Diss-Tracks sind zu stark, nenn dich technisch auseinander, bin ich jetzt der Felix Bar. Wer ist Felix Bar? Technik-YouTuber. Ach so, ich nehme dich Technik auseinander, bin ich jetzt der Felix Bar, okay. Ja, ist aber auch da eine nice Zeile, Digga. Auch zu sagen, ich nehme dich Technik auseinander, wahrscheinlich ist es so ein Nerd, der daheim rumsitzt und irgendwelche Geräte auseinanderbaut und wieder zusammenbaut und den Motor in das Gerät und oh mein Gott, es hat funktioniert. Und so einer ist es, ne? Auf YouTube bist du fehl am Platz und hack ich dir den Schädel ab. Flieg dein Kopf durch den Rockets, fragen, ist das Nebula? Digga, gib mir, ist es auch wieder ein Pokémon? Und eine Frage, die ich noch an Leon hab, wenn du nen Bogen um mich machst, bin ich dann Legolas mit. Eine Frage habe ich noch, wenn ich K1 schlage, bin ich dann ein Thai-Boxer? Okay, Herr der Ringe. Billigen Patronen will der Pimmel mir hier drohen. Mit billigen Patronen will der Pimmel mir hier drohen, der. Um mich machst, bin ich dann Legolas mit. Mit billigen Patronen will der Pimmel mir hier drohen. Stiehlt von der Person, Alter, sind wir hier in Polen. Du Justin Bieber Klon, deine Lieder monoton. Meine Manne, ich fall dich wie das Face von dieser Polen. Ja, ich find es wirklich gut, wie er durch, muss ich wirklich sagen. So. Er zieht einfach durch. Er gibt mir das Gefühl von durchziehen einfach. Wie bitte? Mein Track kann man sich nicht. Ja, das war scheiße. Wie bitte? Ohne ästhetische Pause, aber egal. Wollte ich wie das Face von dieser Polen. Wie bitte? Mein Track kann man sich nicht geben. Ey Leon, du Idiot. Sag mal, checkst du auch dein Rating? Und für den Scheiß sollte man 40 Piepen zahlen. Ach ne, plötzlich nur noch 20. Wollt wohl niemand haben. So. Okay, das ist, ja, ist eigentlich auch dann nice in der Punchline verpackt, so wenn das auf einmal um 50% runtergesetzt wird. Sogar 10 wären so hoch für deine dumme Art. Das für 1 Cent wäre der Teil dreimal gut bezahlt. Okay. Eine Frage, Leon, sag mal, hast du recht, schreib Schwäche oder warum hast du K mit einem M verwechselt? Auch nice Punchline, Digga, nice Punchline.
Das ist eine gute Punchline, Digga. Hast du eine Rechtschreibschwäche oder warum hast du K mit einem M verwechselt? Sowohl diese hast du K mit einem M verwechselt, ist eine gute Punchline, aber er bringt auch noch einen guten Reim M verwechselt auf Rechtschreibschwäche und das Ganze steht auch noch unglaublich gut im Kontext, weil es ja wirklich irgendwie zu denken ist, dass er eine Rechtschreibschwäche hat, weil er das K mit einem M verwechselt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist echt schon gut, also das hat Gewicht, Digga. Schaffen und Fluss machen, doch konntest keinen Fuß fassen, dich mal mit Juice latschen. Ja, okay, mit Juice, ja, okay. Ja, also, ja, Julian Bam ist ja da angezeigt, so, ja, okay, kann ich mal Fuß holen. Und Fluss machen, doch konntest keinen Fuß fassen, nicht mal mit Juice latschen. Nicht mal mit Juice latschen, Alter. Also, was willst du, Witzfigur hier eigentlich? Wieso hast du denn verkauft für dein jämmerlichen Album? Hast du die. Was hat der eigentlich für einen langen. Ich weiß, wo die Hommage herkommt, das hab ich direkt erkannt. Wie viel hast du eigentlich verkauft mit deinem jämmerlichen Album, hä? Hast du die 100er-Grenze schon geknackt? Was hat er eigentlich für einen langen Selfie-Stick, Alter? Also was willst du, Witzfigur hier eigentlich? Wieso hast du denn verkauft für dein jämmerlichen Album? Hast du die 100er-Grenze schon geknackt, Fräuchchen, oder wie sieht das aus? Es ist keine Fanpost. Nee, da liegt ihr falsch. Es ist keine Fanpost. Das ist, Kollege, ein guter Tag zum Sterben. Ein guter Tag zum Sterben. Hochkopf, mich bei mir liegt. Das ist nämlich, was du bist. Sie auf authentisch, Freund. Ich hab ich Box den Dachboden, Hustler. Dorfstich, ich frag dich, wär's. Hättest du dein Album nicht Deutschlands Hustler genannt, so. Nicht mal der letzte Scheiß. Ehrlicher Hustler, ihr Deutschlands Hustler, oder was? Mois, ich hab doch dein Interview gelesen, wo du über deinen Hustle erzählst. Was hast du da erzählt hier? Keine Ahnung, auf jeden Fall sagt Kollege zu Separate in dem Track, ich will euch jetzt auch nicht nerven und den ganzen Track, der geht auch 6 Minuten 23. In irgendeinem Break sagt er auch so von wegen, dein lächerliches Collabo-Album mit dem, ich weiß gar nicht, mit welchem Rapper das war, aber wie viel habt ihr denn schon verkauft von eurem lächerlichen Collabo-Album? Habt ihr die 100er-Grenze schon geknackt? Irgendwo in der Mitte, ja, ist auf jeden Fall von Seppo das, der Seppo. Er hat nur ein Ei in seinem Hoden drin, Kollege, du bist eineiig, wie die Olsen-Twins. Ey, und Separate will G's holen? Junge, du bist wie Fotografen. Ich muss lächeln, wenn du G's rufst. Hau hier mal nicht ein Album. Also hau hier mal nicht so auf den Putz, Kollege. Ist auf jeden Fall Seppo. Hast du die also Kolle Seppo. Hast du die Grenze schon geknackt, Fräuchchen, oder wie sieht das aus? Also hau hier mal nicht so auf den Putz, Kollege. Alter, leck jetzt mein Sippi oder renn weg von Mimi. Deine Rap-Tracks, so will ich wie der Backpack von Shindy. Oh, der Backpack von Shindy kommt auch mal wieder hier zur Rede. Ich überlege gerade, ob das jetzt auch der Flow ist, ne? Der Drug-Lord-Zeilen, das Lattohrfeigen, der Kraftsporttreibende, Separator-Ficker, kommt mit Messerstechern, Dicker. Als Traktor reifen in dein Kaffor meins und lass Baggy-Träger zittern. Und Rapper beneide mich schon mein Schwanz wegen der Dicke, doch ich geb Lanzdrehen und kiffenden Chunks, Schläge und Tritte. Oder renn weg von Mimi, deine Rap-Tracks. Dann will ich wie dir Backpack von Shindy. Was hältst du mein Aussehen, du ranziger Clown in deinen Zahn zwischen Raumverstecker, Laschnikow-Lauf. Boah, böse, Digga, ohne Spaß. Ich mag Pink, subzifig rein, muchos gratis, mi friendo. Du ranziger Lauch, in deinen Zahnzwischenraum passt ein Kalaschnikow-Lauf. Kalaschnikow-Lauf, das ist gut, Digga. Da ist einfach nix, ein verlassener Ort, sogar Max Lager dort, allerfeinstes Ort. Bin ein in seinem Zahnzwischenraum redet er immer noch, ja? Ich bin ein Bild von einem Mann. Ein Bild von einem Mann und auch so intelligent. Würde er noch leben, wäre der Vinci mein Fan. Deine kleinen dummen Fans schreiben richtig krasse Chiffren. Der Geheimdienst engagiert sie, um die Daten zu verschlüsseln. Ich bin made in Germany. Ich hab nicht zugehört, ich hab einfach nur die Betonung gerade gefeiert. Das ist genau dieses übers Ziel hinausgestochene so. Das ist einfach so dieses Freisein auf Beats, Alter. Das fällt mir bei Reportagen auch immer auf. Da, das ist einfach so, der macht einfach, was er will. Würde er allerfeinstes Ort, bin ein Bild von einem Mann und auch so intelligent. Würde er noch leben, wer da Vinci mein Fan. Deine kleinen Schreiben richtig krasse Chiffren. Der Geheimdienst engagiert sie, um die Daten zu verschlüsseln. Ich bin made in Germany, du eine Made in Deutschland. Ja, gut. Um die Daten zu verschlüsseln. Ich bin made in Germany, du eine Made in Deutschland. Deine Kinderarmee. Mach dich nicht zum Leutner, deine treuen Fans ist das. Im Leben später peinlich, zumindest wenn sie mal das 10. Lebensjahr reichen. Mach doch Promi, doch hast kein Star-Appeal, du Esel. Außer wenn ich Ninja bin, wie spanische Mädchen kann ich.
Hey, komm mal, das ist schon so. Es ist aber schon gut. Also dieses, ich bin made in Germany, du eine Bade in Deutschland, das ist halt schon echt ausgelutscht, so, das kennt man schon so. Aber ich bin Ninja wie spanische Mädchen, so, das ist ganz gut. Wie kann das sein, dass du dich vielleicht als Harte G oder Pate siehst, weil dein Leben einfach in der Matrix spielt wie Keanu Reeves, du bist. Digga, mega nice. Das ist eine richtig nice Zeile, Digga. In der Matrix spielt, so wie Keanu Reeves. Ey, ich will es nicht so hochstechen, so, ne? Ich sag's einfach mal so. Wenn Kolle diese Zeile gebracht hätte, so, würde ich sie komplett abfeiern. Weil du in der Matrix spielst wie Keanu Reeves. Das ist immer genau, das sage ich so oft und ihr wisst genau, welche Vergleiche ich jetzt nehme, so. Die aufmerksamen und langjährigen Zuschauer von mir. Das ist genauso, du bist ein dünner Lauch wie Günther Jauch, ich sehe schwarz wie Ray Charles. Ich bin ein selten kluger wie Sheldon Cooper. Das sind genau diese Zeilen, die so unglaublich geil im Reim und im Kontext stehen, weil du in einer Matrix spielst wie Keanu Reeves, Digga. Das finde ich pretty, pretty nice, Alter. Profispieler wie Robert Zieler oder Fußballspieler wie Julian Schieber, genau diese Dinge. Oder Spielernatur wie Lisa Rasur. Ja, das finde ich einfach mega nice, Digga. Ohne Spaß, Alter. Kann das sein, dass du dich vielleicht als Kann es sein, dass du dich vielleicht als krasser G oder Pate siehst, weil dein Leben in deiner Matrix gespielt ist? Weil dein Leben einfach in der Matrix spielt wie Keanu Reeves. Also fetteste Props, das ist bis jetzt die absolute Highlight-Zeile. Das ist eine absolut hochklassige, krasse Zeile, wenn ihr mich fragt. Feier ich mega ab den Shit, Alter. Mega, mega fette Props für die Zeile. Ich feier die so ab. Vielleicht als Pate G oder Pate siehst, weil dein Leben einfach in der Matrix spielt wie Keanu Reeves. Du bist peinlich. Doch denkst du bist der Shit, nur weil du von kleinen Kindern konsumiert wirst wie Hip? Weil du von kleinen Kindern, wie hier Georg Hip, Alter, dieser Babynahrungshersteller. Ey, der Schädelbasisbrecher im Edelmarken-Sweater. Rapper redet nur um den heißen Brei wie Babynahrungstester. Schaffst du das Unmögliche? Du hast auf deine Clips als erster Mensch weit und breit mehr Dislikes als Klicks. Als erster Mensch mehr auf der Welt mehr Dislikes als Klicks. Da tap, da tap, die Betonung mit der kriegt er mich langsam. Als erster Mensch mehr. Mögliche, du hast auf deinen Clips. Als erster Mensch weit und breit mehr Dislikes als Klicks. Glückwunsch, Leon. Du bleibst das Letzte und ich bleib first. Wie die Kante von Dachflächen. Und ich bleib first. Heißt das first oder vier? Er muss es halt selber so erklären, weil er wahrscheinlich davon ausgeht, so wie Teelichter im Wind, dass viele das nicht verstehen, so. Du nennst mich Lappen und Julian wär mein Hurensohn. Sag mal, sehen wir etwa aus wie Julian und Kurono? Ich schieb die Flagge deinem Vater in die Fresse, bis der Papa rot scheißt, wie der Bandname von Chaddix. Bis der Digga. Ey, Real Talk. Bis der Ey, Digga, das ist wirklich wahr, jetzt ohne Spaß. Ich tu mich immer so schwer, so ein bisschen so, ne? Oh, wenn ich so Tracks höre, wenn ich von Tracks höre, dass die komplett krass sind, ja, und mir Leute schon schreiben, ey, reagier da drauf und so. Es ist schon krass halt so, man kriegt es einfach bei manchen Tracks mit und so, ne? Und ich tu mich dann immer so schwer, wenn ich so das Gefühl habe, ich muss das jetzt auch feiern, so, wow, ja, ne? Und ich schieß dann auch gern mal so ein bisschen in die gegenentsetzte Richtung und versuche halt so irgendwie ein bisschen dagegen zu schwimmen. Aber die Zeilen, das ist die zweite Zeile jetzt, ne? Neben dem, da sind viele, viele gute Zeilen drin, die auch wirklich, wirklich krass sind so, ne? Aber jetzt diese, weil du in der Matrix spielst wie Keanu Reeves und die jetzt. Ich schieb dir, der ist Albaner oder was, ja? Ist, also, Leon Marc Schere ist Albaner und er sagt, ich schieb deinem Vater die Flagge in den Arsch, bis dein Papa rot scheißt. Deinem Vater in die Fresse, bis der Papa. In die Fresse, bis der Papa rot scheißt, wie der Bandname von Chaddix. Wie der Bandname von Chaddix, Digga. Das ist der Sänger von Papa Roach und der heißt Chaddix, Digga. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Ey, er kommt mit Alba. Ey, du trost mir, du kommst mit einer Gruppe Albaner G's. Dann tauchst du auf mit einer Truppe Albaner G's. Kid, es ist der ungekrönte King. Ihr seid Hundesöhne, deren Rap nach Rumgestöhne klingt. Ey, ist es unmöglich, den King ohne Rolex-Lederarmband? Papa Rot scheißt wie der Bandname von Chaddix. Ah, okay, blendet auch hier Last Resort ein von Papa Roach, der womöglich bekannteste Song von. Lava, er rappt auf den Beat von Last Resort jetzt von Papa Roach.
Real Talk. Von Genix, this is my last resort. Lügen und verarschen, kannst du überhaupt noch schlafen oder wird dein überlanger Abend dir auf mit Er macht es gerne, in zwei Zeilen vier Reime reinzubringen. Das fällt mir schon öfter auf. Lügen und verarschen, dapper Typen, dapper Taten, dapper Typen, überhaupt noch schlafen, dapper Typen, dapper Taten. Bin schneiß. Verarschen kannst du überhaupt noch schlafen. Oder wird dein überlanger Abend dir auf Methylfreni da? Auf Methylfreni ist wahrscheinlich Mess, ne? Crystal Mess. Ornithologie, wirst du blöd, man schön belächelt, denn in deinem Video sieht man nur zwei Vögel, die nicht echt sind. Mein wunderschönes Thumbnail hat der Lümmel hier zerkantet. Eine Frage, Leon, steht da hinten Dünnschiss oder Dammriss? Mich kennt zwar keiner. Der Lümmel hier zerkantet, eine Frage. Na, ja, der Lümmel hier vergeht auch nice, weil nur das D und das SS ist. Leon steht da hinten, Dünnschiss oder Dammriss? Mich kennt zwar keiner, aber hast du ein Bild benutzt, du Bastard, meine Kunst unantastbar wie 100 Wasser. 100 Wasser, ich bin Kunstverfasser, Kunsterschaffer wie 100 Wasser. Shoutout an meinen Freund Twizzy gehen da raus für die Zeile, die übrigens auch eingereiht werden könnte in Selten Kluger, Sheldon Cooper, Dünner Lauch, Günter Jauch, blabliblub. Oder weil dein Leben in der Matrix spielt wie Keanu Reeves. Ja, wie 100 Wasser, du Kulturbanaus, mit deinem Fake-Scheiß. Machst dir ein authentisch Spiel, siehst das von einer Kollege, wenn du authentisch wärst, wenn du authentisch würdest, dann würdest du dein Album der Gerümpelhassler nennen, der Dachbodenhassler. Du bist nicht Deutschlands Hassler, du bist der Dachbodenhassler. Schon wieder eine Hommage an der Seppo. Ein guter Tag zu sterben, Separate Distrack von Kollega, dem absoluten Überboss. Hast du dein Album nicht Fame genannt, sondern Dünnschiss, nicht mehr, nicht weniger. Der hohle Album sieht, ich bin wohl artikuliert. Ey, nochmal neu den Part Rezo. Der hohle... Nochmal neu den Part Rezo. Ist lustig, weil Kollega sagt es ja in seinem Alter, oder es war mal so mehr oder weniger ein Running Gag, was übrigens auch im Diss-Track gegen Separate von Kolle drin ist. Nummer 9 den Part Rispo. Und der Produzent von Kolle heißt Rispo und Kollega sagt halt Nummer 9 den Part Rispo und er sagt Nummer 9 den Part Rezo. Auch ganz lustig. Der hohle Albo sieht, ich bin wohl artikuliert. Ey, nochmal neu den Part Rezo. Der hohle Albo sieht, ich bin wohl artikuliert. Zieh die Hose aus, vor ihm sieht er auch Hoden wie bei Stier. Was ist das nochmal für ein Beat, Digga? Für dich, Kopf! Auf frischer Tatatoppen bist du im Chord! Wie die Franzen deiner Kappe für die. Bist du im Chord? Wie die Franzen deiner Kappe? Auf frischer Tatatoppen bist du im Chord! Wie die Franzen deiner Kappe für die schäbigen Manieren! Bis man Leon inhaftieren, liefert Ikea etwa diese schwedischen Gardinen! Ja, auch eine gute Zeile! Ach, Rezo hat den hier gemischt, den Beat? Ah, okay, verstehe. Okay. Ich bin high und hab das Glas voll mit Wino und bin blau wie die Haare von Rezo. Fick seine Haft, muss wegen Krawall in den Bunker rein. Du bist zwar ne Pussy Leon, aber doch nicht Pussy Riot, ruf ein. Pussy Riot sind doch diese Emanzen, die immer überall eskalieren und Rabatz machen. Attacke Bonanza. Ruf ein, schwarzen Leichenwagen, zeige gerade keine Gnade, sei nicht durch ein Teile Hacke, so wie meine Speicherkarte. Ja genau. Na, okay. Die ihr Penner geklaut habt, deine Gang ist wie Schach, die Hälfte sind Bauern. Danke. Hey, ich hab grad schon, bald sie gehört hab, so, jetzt kommt eine Schachline. Ey, Schachlines sind irgendwie, ich weiß nicht so. Und der Rest sind Randfiguren, wie die Türme beim Schach. Es gibt so viele Schachlines und die meisten sind echt irgendwie komisch so, ne? Die ist auch irgendwie komisch, so vor allem die Bauern, aber es ist ganz lustig, so, die Hälfte sind Bauern. Ja. Ich musste schmunzeln, Digga. Ja, er hat sich hochgebumst im Arsch des Albaners, schreckt seit Jahren eine Banane, wie im Namen von Altana, lieber... Ey, Digga, das ist so gut. Ey, ohne Spaß, das ist die nächste Highlight-Zeile, so. Bis jetzt gibt's drei Lines, die wirklich für mich rausstechen. Und das ist Keanu Reeves, die Papa Roach-Zeile und die... Aber steckt seit Jahren eine Banane, wie im Namen von Altana. Digga, das ist richtig gut, Digga. Und dann noch, er hat sich hochgebumst. In seinem Anus steckt seit Jahren eine Banane, wie im Namen von Altana. Das ist wirklich so. Warum macht er nicht mehr Rap? Der kann richtig geile Zeilen schreiben, ich sag's dir ehrlich, Digga. Im Arsch des Albaners steckt seit Jahren eine Banane, wie im Namen von Altana. Lieber ein, zwei Kumpels, als 30 Mal zu lutschen, seine sogenannten Kumpels, Nutzer, Rustem, Nutz und Pushen. Ich mach alles mit meinen Bros, das heißt Teildivision, ist ja wie in Mathe, da heißt Teildivision. Hey, Digga, jetzt sag doch mal ehrlich, hat er das alleine geschrieben oder was? Jetzt mal ohne Spaß, Alter.
Also jetzt nicht, dass ich ihm das nicht zutraue. Ich habe halt überhaupt nicht, verstehe das nicht, wie jemand mit so einem ausgeprägten Wortschatz und mit einer so kreativen Art und Weise auf Wortspiele und Punchlines zu kommen, nicht mehr Mucke macht. Ohne Spaß, es ist sau gut. Das Problem ist, die Line kannst du nicht checken, denn Mathe zweite Klasse lernt man nicht durch Fenster. Du bist eine kleine Nummer hier, denn du Vogel riechst an meiner Schuhsohle und kriegst eine Fußnote. Denn du Vogel riechst an meiner Schuhsohle und kriegst eine Fußnote. Deine Zeit ist abgelaufen wie Schuhsohlen, abgelaufen wie Fußboden. Du kannst dir ab jetzt nur noch einen runterholen, wie Fluglotsen. Du solltest mal zur Schule gehen, wenn du weiter sagst, komm ich heftig und du hast eine Flut im Face wie Tadel oder Coco Melly. Du hast eine Flöte im Face. Wenn du weiter sagst, komm ich heftig und du hast eine Flut im Face wie Tadel. Hat Tadel Worten deine Flöte im Face? Eine Flut, also du hast eine Flut im Face. Ich wichse dich so voll, das ähnelt einer Flut und einer Flut im Sinne von Flöte. Aber er muss es schon auch immer hier so, ne, wie er das dann immer nochmal so aufzeigt. Damit es auch wirklich jeder versteht, aber ich finde es wirklich gut, Digga. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, Alter. Ohne Spaß. Das hat mich, ich habe da überhaupt keine Erwartung dran gehabt und er holt mich mit seinen Wortspielereien hier so ab, Alter. Wirklich wahr. Das ist wirklich gut, Digga. Hast du die durch null definiert? Das ist gut. Machst dir einen auf weiter, doch es reicht dann. Ein Schlag und du Hund fliegst in den Orbit. Leute denken, du bist Leica. Leica ist ein Hund. Der Hund, der jetzt all geflogen ist. Ah, okay. Du bist Leica, doch wenn ich zu der Pistel switche, spritzt es ruhig durch Mittelhirn. Sie zielt auf deine Stirn wie eine Wimpelspitze. Du fickest dich echt fraglich, ob du den District überlebst. Hier wird richtig hart mit Ziel gebumst. 50 Shades of Grey. Es ist nice. Also ich kenne den Schauspieler nicht, aber ich meine, hier wird mit Stil gebumst. Du heißt wahrscheinlich, der Schauspieler heißt wahrscheinlich, weiß ich nicht, Ben Steele oder Richard Steele oder wie auch immer. Und hier wird mit Stil gebumst, 50 Shades of Grey. Ist nice. Er mag auf jeden Fall diese Zweideutigkeiten. So stehe ich komplett drauf, so. Wirklich, wahr. Ob du den District überlebst, hier wird richtig. Ich hab mit Stil gebumst, 50 Shades of Grey. Ich bin godlike und du nur, weil ich dich so oft peitsch mit Streifen übersät. Leute denken, auch gute Punchline, Digga. Ich Leon werde ich auf das Opfer zielen. Wie beim Gotcha spielen. Das ist jetzt wieder auch eine Hommage an Kollega, wo er Kitty Cat disst, aber jetzt wirklich in Fanpost disst gegen Flair. Und zwar sagt, Mimi sagt, besuche ich Leon, werde ich auf das Opfer zielen. Dann lässt er die Pause. Wie beim Gotcha spielen. Und Kollega sagt zu Kitty Cat, besuche ich Kitty Cat, muss ich die Hure bücken. Wie beim Blumenpflücken. Ist auf jeden Fall eine Kollege-Hommage, Alter. Aus Fanpost 1. Auf das Opfer zielen. Wie beim Gotcha spielen. Puh, Mimi, ich muss mal kurz runterkommen. Ja, genau. Wie bei der Russenhocke. Ja, gut. War dir dein Gelaber? Kurz runterkommen wie bei einer Russenhocke. Ja, finde ich jetzt nicht so. Nein. Kommen. Ja, genau. Wie bei der Russenhocke. Jetzt war dir dein Gelaber und tanz für mich, du Pussy. Damit ich nochmal lachen kann, bevor du einen Schuss kriegst. Ja, Mimi, schau mal. Mach ich das so richtig? Nee. Und jetzt fick dich. Das ist so. Das ist auch plumper Humor. Das erinnert mich ein bisschen an Hass und Hoden. An Hulk Hoden. Weiß nicht, ob der ist eher unbekannter Typ so. Der rappt aber auch irgendwie so. Ich kauf mir das Album von Cora E. Wirklich? Nee. Das erinnert mich irgendwie daran. Mach ich das so richtig? Nee. Und jetzt fick dich. Auf YouTube war's das wohl, denn nach der Karriere hier macht der Albumschichtarbeit wie beim Backend von Flier. Keine krassen Talente, außer andere zu blenden. Toll kann ich auch durch mein Zahnpasta lächeln. In Videos ist er so ein Troll, im Real Life wirkt er so gewollt. Sagst immer nur das Gleiche, ey, bist du ein neues Pokémon? Großes. Ja, Pokémon ist ja auch drauf hängen geblieben, so, ne? Wenn ich ihn beschreiben müsste, so, Mimi, was gefällt ihm auf jeden Fall, dann würde ich sagen, Kollege und Pokémon, Alter. Großes Mal noch eine Bitch, aber mach doch Boss in Fans. Ich hau dir meine Eier ins Gesicht, bis du mich Yoshi nennst. Ah, nice. Yoshi hab ich gezockt, hier, Schulz.
Mein Freund Schulz, Grüße gehen raus, solltest du das irgendwie sehen. Yoshi habe ich früher gezockt, allerdings noch auf dem ersten Super Nintendo. Verstehe ich die Zeile. Yoshi hat immer Gegner gefressen und dann geschluckt mit seiner langen Zunge und dann wurden es Eier. Und er sagt, schau dir meine Eier in die Fresse, bis du mich Yoshi nennst. Ist nice, Alter, ohne Spaß. Reaction geht safe eine Stunde lang. Kann sein, Digga. Yo, yo, yo. Yeah. Schlauberger, guck, ich schreib im Bett paar krasse Lines, an denen du Hemd hängst, als ob ne Wäscheklammer greift. Bin der auch nice. Krasse Line. Ich schreibe im Bett paar krasse Lines, an denen du Hemd hängst, als ob ne Wäscheklammer greift. Bin der Beste grad am Mic, fahr die Fresse jetzt zu Brei und dein Channel ist und bleibt wie die letzte Platte Scheiß. Wie die letzte Platte Scheiß. Kenn ich, also Everyday Saturday von Apo Red, keine Ahnung, kenne ich nicht. Apo Red habe ich wenig gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir immer gesagt, so, ich weiß nicht, vielleicht ernte ich jetzt einen Shitstorm oder so, aber mit Apo Red kann ich überhaupt nichts anfangen, sag ich dir ehrlich so. Ich habe immer mal wieder Videos von dem gesehen, da habe ich mir immer gedacht, was stimmt bei dem nicht, also kann ich gar nichts mit anfangen. Will ich jetzt auch gar nicht immer so meine Sicht so. Ich kann einfach mit dem nichts anfangen, so. Aber den Vogel endgültig abgeschossen hat er dann für mich, wo ich wirklich gedacht habe, so, okay, der Typ ist wirklich irgendwie ganz komisch, war als er mit Prinz Markus von Anhalt, Alter, irgendwie und noch einem Typi da saß und die auf, den feiere ich total. Ich weiß nicht, wie er heißt, Alter, Schande über mein Haupt. Warte mal. Wie heißt der denn? Ihr wisst doch, was ich meine, oder? Den mag ich sehr, den finde ich todlustig. Der hängt auch manchmal mit Mois ab, Alter. InScope, ja, Mann. Den finde ich, richtig nice. Den gucke ich gerne. Und da hat er auch so geil darauf reagiert, wie Apo Red, Prinz Markus von Anhalt und noch irgendeiner auf ihn reagiert haben. Und irgendwann hat Prinz Markus sowas Dummes gesagt, gell? Und Apo Red und der andere Hiopai lachen so und InScope drückt so Stopp und macht so ah, Markus, du bist so witzig und äfft die so nach. Digga, das fand ich todeslustig, Alter, ohne Spaß. Wolltest hohe Klicks zahlen, bist ein so präziser Stricher, du wolltest Apos Dick blasen. Na, den sag mal, Digga, ey, kann ich ein paar Tipps haben? Ja, pass auf, aber dafür will ich auch dein Hintern. Das klang, war aber auch gerade so minimal eine Hommage. Ey, Kollege, kannst du bitte nochmal schnell rappen? Nadine, sag mal, Digga, ey, kann ich ein paar Tipps haben? Ja, pass auf, aber dafür will ich auch dein Hintern. Du willst auch ein Blender sein, das ist echt nicht leicht. Du brauchst wacke Lines und schlechte Rhymes. Ach, und fake dein Scheiß, aber Puta hat das Rezept geheim. Scheiße, Redman, ich mach vielleicht endlich Kohle und für Reichweite blow ich deine geilen fetten Hoden. Baute damals Scheiße und aus Scheiße wurde Geld. Doch ab heute rückläufig wie wenn Michael Jackson dance. Auch mega geile Zeile, kenne ich aber irgendwoher. Doch ab heute rückläufig wie ein Michael Jackson Dance, wenn der mit dem Moonwalk macht. Kollege sagt ja auch, das geht nach hinten los wie beim Moonwalk. Ja, ist was anderes als rückläufig. Ist auch eine nice Zeile, so traue ich ihm auf jeden Fall auch zu, selber darauf gekommen zu sein. Ist jetzt halt doof, dass ich es irgendwo erkenne. Jetzt weiß ich auch, dass er Vinegar wie Essig auf Englisch auf jeden Fall selber drauf kam. Auch wenn das für mich so brutal wie eine Hommage an Sammy Deluxe klingt irgendwie. Weil das irgendwie so genau gleichgesetzt und alles ist. Wurde Geld, doch ab heute rückläufig wie wenn Michael. Jede Zeile ist eine Parodie vom Sing von Brad, vom Song von Brad. Ja, sorry, bin ich raus, Alter. Ich bin reich! Jackson Dance. Du brauchst keinen Zahnstocher. Für diesen Riesenspalt, Opfer, brauchst du einen Barhocker. Nice Zeile, wobei der Reim auf Zahnstocher, Barhocker, Hardrocker kennt man auch halt schon von Kollega. Und da kann er mir jetzt auch wirklich nicht erzählen, dass er den Reim nicht kennt. Ist ja auch scheißegal, der Reim ist ja trotzdem noch da. Ja, aber, ja. Was mir auch gerade aufgefallen ist, ich weiß nicht, wer wir hier 3plus. 3plus ist nicht so ein großer Rapper, aber ein mega geiler Rapper, der auf jeden Fall zu meinen Lieblingsrappern gehört. Und hier klingt er extrem wie 3plus. Wie wenn Michael Jackson denn. Jetzt. Du brauchst keinen Zahnstocher. Jetzt ist so 3plus, Digga. Für diesen Riesenspalt, Opfer, brauchst du einen Barhocker. Da kommt mir der Flow und der Beat irgendwie bekannt vor.
Gibt's da irgendwas Bekanntes von? Aber der Flow, dann ist es der Flow, weil Bushido Beat kenne ich bestimmt nicht so. Aber der Flow, Digga. Noch nicht vorbei, weil ich noch. Erinnert mich an Favorite. Es ist noch nicht vorbei, weil ich noch eine Frage hab. Wenn mich Leon frontet, konnte ich dein Ali ab? Im Gegensatz zu dir brauch ich keinen Ghostwriter, wobei mir auch der Wortschatz von Ali zu klein wäre. Wobei mir auch der Wortschatz von Ali zu klein wäre. Das ist eigentlich auch schon eine geile Zeile, weil Ali Yass halt schon ein krasser Lyriker ist und wirklich auch batzen geile Zeilen raushauen kann. So. Leon, du Idiot, das Schlimmste ist ja echt grad, ich bin nicht mal Rapper, doch skilltechnisch besser. Junkie, das, ich fand das von der Line her scheiße, bin ich Pazifist, ich fand das von der Line her scheiße. Boah, Digga, das ist so gut. Das ist so gut, einfach. Real Talk, Alter. Junkie, das, ich fand das von der Line her scheiße. Bin kein Party, find's doch besser von der Line her scheiße. Hundesohn, wie kann man nur so langweilig rappen? Du hättest nicht mal Kanten und Ecken, würdest du in Tannenschäfer stecken. Tannenschäfer, okay, schön, dass das Bild. Du hast nicht mehr Kanten und Ecken, würdest du in Tannenschäfer stecken. Fick dich, Lappensohn, vom Status Quo zu Bahnhofsklo. Ab jetzt bist du Bastard, bloß fick und fertig wie die Nahrung. Er ist von Bauer sucht Frau, Digga. Ich hab Bauer sucht Frau wirklich manchmal so abends einfach so geguckt, so. Irgendwie verkatert so, morgen Montag, abends geguckt, Alter. Bin fick und fertig, ich bin fick und fertig. Ich bin die Narumon. Platz würde ich gerne, denn mein Ass ist zu groß. Bin die männliche Version von der Amber Rose. Wenn das Zeitliche gesegnet hat, steht auf seinem Epigramm. Er lebte arm in Venezuela's Favelas-Land. Vom albernen Blender zum halbnackten Penner. Wird doch Pfandflaschenhändler, du Sandkastengangster. Nice. Nice, wobei Sandkasten auf Pfandflaschen kennt man auch schon, aber trotzdem geil. Wieder in zwei Zeilen vier Reime gekickt, die alle geil sind, Digga, ohne Spaß. Ich sag dir ehrlich so, das ist der Diss-Track so vom Sound und wie gesagt von der Art und Weise, wie er das aufnimmt und so, finde ich es nicht geil. Hätte man viel mehr draus machen können so, aber, also meiner Meinung nach, trotzdem unterhält mich das jetzt so krass, Alter. Und es ist für mich so viel besser. Also ich will jetzt hier nicht wieder zu viel, alles zu übertreiben oder so, ne? Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich mir am Freitag in meinem Livestream alles reingeballert habe, so, ne? Aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass es von der Lyrik her, dass da was dabei war, was so krass war, Alter, ohne Spaß. Da sind wirklich, meiner Meinung nach, wirklich, wirklich krasse Dinger dabei, Alter. Richtig, richtig gute, saftige Zeilen, Digga. Weil das auch genau das ist, worauf ich stehe, so, ohne Spaß, Alter. Gettet er das Money währenddessen, also quasi nur als Bettler auf der Straße oder Kellerslatt von Alim und zu guter Letzt Arschloch. Hier eine echte ins Arschloch, ins Arschloch. Geschichte, Leon wollte mich ficken, jetzt ist er der Gefickte. Und weil mein Schwanz nach diesem Pokefick gebrannt hat, erkennt mich dein Schatz Pokédex schon als Glumanda. Ne, wenn diese Pokémon zeilen, Digga. Glumadas Schwanz brennt. Ach so, okay, dann da ist die Zeile, okay. Okay, dann, ja. Schwanz nach diesem Pokefick gebrannt hat, erkennt mich dein Schatz Pokédex schon als Glumanda. Okay. Ja, dann ist echt eine gute Zeile. Ist eine richtig geile Zeile. Gefickt. Gefickt. Ich hoffe, es hat... da hat der Bowie, Alter. Hat euch gefallen. Und danke, dass ihr das Ganze bis hierhin geguckt habt. Lasst dem guten Rezo auch ein bisschen Liebe da. Der hat das Ganze abgemischt. Und danke auch an die ganzen Beat-Producer. Habe alle unten verlinkt. Checkt die ab. By the way, die Glumanda Wackelkarte gibt's noch zu jedem bestellten Merch-Artikel dazu. Solange der Vorrat reicht, weil limitiert und so. Wenn die Glumanda Wackelkarten dann weg sind, kommt dann das nächste Motiv. Jo, und das nächste Video kommt am Donnerstag. Ja, Digga, also ehrlich war... Ehrlich war so, es ist so, ich weiß nicht, guck mal, wenn Leon Marc Schere, hab ich jetzt die ganze Zeit im Kopf wegen Reportagen, wenn der jetzt wirklich sagen will, so, ich weiß nicht, inwiefern der einen Fick darauf gibt, wie gut Lyrik irgendwie umgesetzt wurde in einem Text oder so, ne, wenn es gibt einfach auch so, ich will ihn nicht als Hohlbrot bezeichnen oder so, weil ich ihn überhaupt nicht kenne und ich will mir da kein falsches Urteil bilden, so, ne, aber es gibt einfach Leute, die geben da einen Fick drauf, wie gut irgendwie Wortspiele sind und wie sonst was, so, ne, vielleicht denkt der sich jetzt, was sind das für Scheißzeilen? Was, weil ich in der Matrix spiele, wie Keanu, wie, was denn das für ein Scheiß, so, ne? Aber für mich ist es auf jeden Fall eine schon ziemlich heftige Zerfickung hier, so. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Ui. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausendfüßler. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Ich lauf und ich kämpf, trotzdem Scheren in der Optik. Und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Bevor ich nochmal für einen von denen schaffe, bleib ich 100% lieber mein Leben lang am Hustling, Dicker. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes. Ja, ja, es
weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes, ja, ja.